Das scheint auch ein neues Phänomen zu sein, ein neuer Trend zu sein, Trainer zu verpflichten, die dann erstmal wirklich nur bis zum Saisonende bleiben. Teilweise beim HSV wurde ja auch gesagt, danach muss er auf jeden Fall gehen. Da war Tuchel damals noch in der Verlosung. Hannover hat ein ähnliches Modell gefahren, hat nicht gesagt, wenn er die Klasse hält, dann gibt es, ich glaube, 500.000 Euro, die gibt es auf jeden Fall. Aber Geld schuld sich jetzt. Gibt's die nicht, Michael? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, woher ihr die Vertragsinhalte kennt. Stimmt nicht. Und wie viel gibt's denn? Nein, sag ich nicht. Ist mehr? Erstmal würde mich mal interessieren, ob ich mich durch die 8 Punkte jetzt einen Platz verbessert habe. In der Rangliste der schlechtesten Trainer. Zwei schlechte Trainer. Das lassen wir mal ganz schnell überprüfen. Ja.